Meine Damen und Herren, wir gehen aus diesem Beitrag auch heraus, weil die AfD kurz vor ihrer Fraktionssitzung sich jetzt zu Wort meldet. Sie ist immer noch da. Gut. Mhm. Ja, willkommen, schön, dass Sie da sind. Es ist nicht wirklich so etwas Neues, was jetzt diese Tage passiert. Es geht auch nicht darum, dass irgendetwas in Brüssel erreicht werden werde, auch nicht. Es gibt aber eine neue Form der Situation, und das ist, dass die CSU nicht mehr einig ist. Die CSU spricht nicht mehr mit einiger Sprache, und es scheint so, als ob Kollegen von Herrn Söder in München ihn bereits aufgegeben haben und für ein besseres Verhältnis zu Angela Merkel in Berlin bereit sind, ihre eigene Politik, ihre eigenen Versprechungen zu verraten. Wir sehen das nicht nur am Herrn Weber aus dem EU-Parlament, der für Angela Merkel das hohe Lied auf die Weiterführung der Politik singt. Wir sehen das auch bei Auftritten vom Herrn Griebel, dem CSU-Vize, und dem Herrn Volker Ulrich in Augsburg auf einer Demonstration gegen die AfD, zusammen mit Linksfaschisten, wie sie Bundestagsvize Hans-Peter Friedrich benannt hat. All das deutet wirklich darauf hin, und es zeigt uns ganz ehrlich, dass die CSU gewillt ist, ihre Prinzipien, die sie vorgeblich bislang nach außen getragen hat, zu verraten und damit auch ihren Parteichef zu opfern. Für uns hat es mehrere Konsequenzen. Wir sehen natürlich, dass die CSU trotz aller Verluste immer noch die besten Ergebnisse der Union eingefahren hat bei der Wahl. Wir sehen auch, dass sich hier neue Konstellationen mit möglicherweise mit den Grünen anbieten, denen sich angedient wird. Und wir sind der Meinung, dass über diesen Zustände, über diese Umstände, vor allem in Bayern, aber eigentlich auch in ganz Deutschland, die Urnen befragt werden sollten und die Regierung Merkel als ersten Schritt dahin zurücktritt. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen. Wir haben Montag. Wir alle hatten eine sehr interessante Nacht hinter uns. Aber die Frage ist, wo ist der Ministererlass? Wo ist der Masterplan, die Zurückweisung an der Grenze? Wir erleben ein Theaterstück. Wir erleben bayerninterne Machtkämpfe übertragen auf die Bundesebene. Und was den Masterplan angeht, wenn dessen Umsetzung hier schon ein berichtenswertes Novum ist, zeigt das den Zustand unseres Landes. Und Herr Seehofer nimmt quasi die Bundesebene hier in Beschlag für seinen Abtrittskampf mit seinem Rivalen Söder. Das durchschauen wir als Bayerische Landesgruppe, das durchschauen wir als AfD. Und Herr Seehofer ist schon lange als Drehhofer bekannt in Bayern. Jetzt dreht er sich nur noch im Kreis, und er kommt aber aus seiner Falle, die er sich selbst gestellt hat, nicht mehr heraus. Fragen dazu bitte. Sie sind aber relativ unfair geschaut. Eine Frage Frau Weidel. Bitte. Wie Sie der Meinung auch, dass es neu war, dass es gegen Muster in welchem Zeitrahmen eigentlich oder welches Technologie, was würden Sie da? Ja gut, das schwebt natürlich im Raum. Aber wie Sie jetzt auch gerade die zwei bayerischen Kollegen gehört haben, das Ganze ist natürlich einzuordnen in eine Historie einer Ankündigungspolitik, vor allen Dingen von Seehofer. Und das Ganze muss abgewartet werden. Ich glaube nicht daran, denn CSU und CDU sind aufeinander angewiesen. Letztendlich wird man nach einem aus meiner Sicht faulen Kompromiss zurückfallen. Und das Ganze ist natürlich auch dem bayerischen Landtagswahlkampf geschuldet. Seien wir doch mal ehrlich. Die CSU sitzt seit Jahren in der Regierung in Bayern. Und was ist die Bilanz? So, die Bilanz ist, dass beispielsweise auch die Abschiebequote im Jahr geringer ist als unter dem grünen Kretschmann in Baden-Württemberg. So, und das möchte die Rechtsstaatspartei letztendlich sein. Und Herr Peterka hat das gerade angesprochen, die Zurückweisung einer illegalen Einreise an unseren Grenzen umzusetzen, das jetzt irgendwie als Masterplan zu verkaufen, also die Umsetzung geltenden Rechts und die Kanzlerin ist dagegen, das spricht doch wirklich Bände, was aus CDU und CSU geworden ist. Letztlich sind beide aneinander gekettet und es wird auch nichts dabei rauskommen. Seien Sie alle unbesorgt. Sie glauben aber, dass es dann schon ein Kompromiss geben würde, dass die Regierung jetzt nicht unmittelbar oder zumindest die Unionsfraktion vor dem Zerfall steht. Daran glaube ich nicht, nein. Wie würden Sie den Zustand der Koalition beschreiben? Zerstritten. Söder treibt Seehofer, Seehofer treibt Merkel. Alle zeigen mit dem Finger aufeinander.
Im Huckepack hat man auch die SPD, die bundesweit immer weiter abschmiert und einen historischen Bedeutungsverlust aus meiner Sicht völlig zu Recht erlebt. Und das Ganze ist natürlich eine zerstrittene Koalition. Die sind mit sich selber beschäftigt und das ist uns zuzuschreiben. Jetzt sehen Sie, wie Jagd geht. Wir sind beim Jagen. Weitere Fragen bitte. Warten noch 5 Sekunden. Was würde die AfD an Seehofers Stelle tun, wenn Sie in die Rolle wären? Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir müssen nicht Herrn Seehofer beraten. Wir sind da nicht gefragt. Das müssen die schon alle selber entscheiden. Ich glaube aber auch, wie Frau Weidel, nicht, dass CDU und CSU auseinanderfallen. Ich habe das alles schon 1976 mal erlebt. Und ich weiß, welche Probleme dann auf beide Parteien zukommen. Es gab ja so Umfragen, die sagten, wir würden dann marginalisiert und die CSU stünde bei 18%. Das ist natürlich eine absolute Milchmädchenrechnung. Denn wenn die CDU in Franken einmarschiert und die CSU, sagen wir, ins Ruhrgebiet, können sie eine mediale Auseinandersetzung erleben. Da ist das, was wir jetzt erlebt haben, harmlos. Und diese mediale Auseinandersetzung, die zerfleddert die Prozent, von den Umfragen heute ausgehen, natürlich sofort. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass Herr Seehofer das, was er müsste, staatspolitisch durchsetzt. Wenn die CSU aber dann wiederum mit der bundesweit agieren würde, dann müssten Sie auch befürchten, dass es bei Ihnen noch mal wieder dann auch verloren gehen. Das habe ich jetzt akustisch lassen. Die CSU jetzt bundesweit, also ja. Das ist alles Spekulation. Wählerverlust bei uns. Aber die CSU wird bundesweit antreten, was würde das für die AfD heißen? Das habe ich ja gerade versucht auszuführen. Wenn die CSU bundesweit antritt, gibt es eine solche Auseinandersetzung zwischen CSU und CDU, dass die Prozentzahlen, die heute zusammengerechnet werden, nichts taugen. Die AfD wird darunter überhaupt nicht leiden. Sie müssen sich vorstellen, dass in jedem Kreisverband der CDU, sagen wir in Nordrhein-Westfalen oder in Baden-Württemberg, plötzlich CSU-Leute auftauchen, eigene Büros einrichten. Und nun stelle ich mir die ganze lokale Presse in Deutschland vor, die über all diese Streitigkeiten ununterbrochen berichten. Und dann soll mir noch einer erklären, dass trotzdem die Parteien dann gemeinsam mehr Prozente bekommen als jetzt. Das ist Unsinn. Würde das die politische Änderung von Seehofer jetzt mittelfristig bedeuten? Das muss man sehen. Es hat jetzt keinen Zweck zu spekulieren. Wir müssen abwarten, was heute 17 Uhr geschieht. Und man muss ja auch die Frage stellen, wenn die CSU erlaubt, dass Herr Seehofer hinwirft, dann kommt dann ein neuer Minister oder tritt sie dann aus der Koalition aus? Diese Fragen können Sie alle noch nicht beantworten. Und von daher kann man sie auch nicht spekulativ jetzt beantworten. Gut, wenn es keine weiteren Fragen gibt, danke für Ihr Interesse. Okay. Und danke. Wir haben jetzt Fraktionssitzung.